Achtung, Achtung, jetzt, ja, und oh, bam! Also nein, stopp, so können wir das hier nicht stehen lassen. Moment, da muss ich kurz nachhelfen. Und ja, so ist besser. Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode, Episode 167 bei WoW Let's Play Projekt mit Manak, dem Krieger in Pandaria. So, mal kurz die Handcam kontrollieren. Handcam ist da, zumindest was das Bild angeht. Ton war in der letzten Folge nicht unbedingt da. Also so für mich zumindest, um das Ganze abzugleichen. Denn ich habe verpeilt, das richtige Mikrofon dafür zu aktivieren. Dumm gelaufen. Aber macht nichts. Das hoffe ich, habe das soweit dann doch noch hingekriegt. Ich habe keine Ahnung. Werden wir dann ja irgendwie sehen. Oder gesehen haben zumindest. So. Hier geht es jetzt weiter mit den Raketenzündern. Die ich jetzt hier erstmal einsammeln muss, was ich dann auch noch hätte machen können, als ich hier irgendwie... Ach, vergiss es, alles gut. Ja, noch kurz suchen, suchen, suchen. Hier leuchtet auch noch kurz irgendwas auf, da vorne. Ja, 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 ja. So. Und die 9, fertig. Danke. Auch gleich. Das ist so weit entfernt. Na, wo ist denn jetzt die richtige Taste? Jetzt natürlich auch. Ist ja auch nicht schlecht, ne? Man bleibt einfach nur hier stehen und wartet, bis die runterkommen und dann gib ihm. Ja, weil die nämlich hier aus der Luft zu holen, das ist immer ein bisschen schwierig. Verdammt, jetzt brauche ich wieder neue. Hier haben wir noch. Sehr gut. Hier war noch irgendwo. Genau hier. Warte. So. Da haben wir auch noch einen. Und hier. Und ich glaube, das müsste dann reichen. Ich habe jetzt nämlich 4. 8 hatte ich schon. Also sprich 12 brauche ich. Müsste also jetzt passen. So. Und Schuss. Volltreffer. Und Schuss. Und Schuss. Und Schuss. Und fertig. Dann schnell wieder zurück. Muss kurz abwarten, ob die bis hier runterkommen. Ja, 2 brechen schon mal ab und die beiden brechen auch ab. Gut. Zeit ist Geld. Quest abgeben.
Und hier, Quest abgeben. Zinn, jawohl. Quest beenden, Entschuldigung. So. Haltet die Augen nach der Allianz offen. Unsere Befehle werden eingehalten. Tötet Hauptmann Doren. Jo. Egal. Der Anführer versteckt sich immer noch. Findet ihn. Ja, nur kein Stress. Hetz mich nicht. Ganz cool. Ich weiß noch, als Pandaria hier rausgekam, als Pandaria veröffentlicht wurde und so, dann musste, also es ist prinzipiell so, ja, sobald ein Add-on von World of Warcraft rauskommt, heißt es, wenn man wirklich es genießen, was heißt genießen möchte, wenn man es wirklich gleich sofort erleben möchte, dann muss man wirklich Schlange stehen, das ist der Wahnsinn. Hier, warte mal, hier muss ich gar nicht hin, ich muss hier hin. Da musst du hier teilweise echt Schlange stehen und das... Ich hatte so mein... Oh Gott, ich räume hier erstmal auf. Oh, warte. Moment, ganz ruhig. Einer nach dem anderen. Die hält sich auch noch hoch hier. Guckt euch das an. So. Also da hinten nämlich vor allen Dingen. Hier auf dieser Brücke. Da musste ich damals Schlange stehen. Kein Witz. Da muss man nämlich irgendwann hin, glaube ich. Oder ist das hier schon? Wieso leuchtet der eigentlich so? Ach so, der leuchtet weit. Ja, okay, alles klar. Ich muss ja erstmal rüber. Richtig, das war nämlich mit dem Typen. Ach, mit dem Kampf verwickelt. Gut, pass auf, dann gehe ich schon mal rüber. So, hier, wirklich, echt, ohne Scheiß, hier musste ich Schlange stehen, weil dieser Doren, ne, das ist ein einziger Typ und den wollten natürlich alle haben und deswegen standen wir auf der Brücke und haben uns erstmal schön unterhalten und so, das war total genial. Und ich dann damals aus der Gilde gefragt wurde, na Nico, wie weit bist du schon? Sag ich so, ich stehe hier gerade irgendwie auf einer Brücke und unterhalte mich gerade mit netten Leuten, weil wir hier gerade Schlange stehen und so. Das war schon sehr geil. Kann ich noch nicht tun. Oh, der hat gesessen. Kann ich davon eigentlich mal ein Bild schießen hier von der Brücke? Wie wär's damit? So. Und bitte lächeln, Brücke. Dankeschön. So, dann wollen wir mal hier reinspazieren. Da haben wir ihn schon. Na, und hier, wie gesagt, echt Schlange stehen. Da warst du hier und dachtest so, oh ja, gleich bin ich dran, gleich bin ich dran. Cool. Wisst ihr Bestie nicht, wann man aufgeben sollte? Dreckiges Getier, wagt es nicht, dieses Land zu verpesten. Zu spät. Ey, wo willst du hin? Ich habe versagt. Mein König. Ah! Eure Horde hat hier keine Gewalt. Ihr habt ihn erledigt. Gut gemacht. Ja, ja. Was ist das für ein Schatten? Was für die Allianz im Schilde? Euer Gegner war von einer dunklen Energie namens Char überwältigt. Das Char labt sich an negativen Emotionen wie Zweifel. Es ist schon viele Jahre her, dass ich eine derartige Manifestation gesehen habe. Ach, ihr schon wieder. Seht ihr es jetzt? Arrogante Allianz. Helft uns, sie aus eurem Land zu vertreiben. Und ihr könnt mit Stolz an der Seite der Horde stehen. Tausende von Jahren hat mein Volk bereits ohne euch mit Stolz gelebt. Oh, habt ihr etwa Angst zu kämpfen? Wir fürchten den Kampf nicht. Wir haben zwar nur wenige, dafür aber sehr fähige Streiter. Doch wir werden an eurem Blutbad nicht teilnehmen. Euer Konflikt wird hier schwerwiegende Folgen haben. Haltet euren Krieg von unserem Land fern. Dies ist ein feindseliges Land und wir haben keine Verstärkungen.
Wir werden irgendwie improvisieren müssen. Wir können aber noch... wir haben unsere Befehle. Hölschei wird eine Stellung bekommen. Wir werden es der Allianz nicht erlauben, diese neue Welt für sich zu beanspruchen. Ich wollte gerade sagen, wir könnten einfach nur nach Hause fliegen, aber gut, da würde dann Garrosh ziemlich doof gucken und sich sonst irgendwas einfallen lassen. Und das wäre natürlich nicht so cool. So, der Flugplatz steht unter Brand. Ja, es steht Feuer, Flamme und Feuer, Feuer und Flamme, so ist richtig. Ah, die Horde hier einmal alles geplättet, was ging. Okay, das dunkle Innere, yo. Erstkontakt, zweite Quest beendet. So, was haben wir denn wieder? Oh, das ist doch echt, Alter. Mann. Will mir das Spiel damit sagen, hey, pass auf, Manak hat genug mit dem Tank, ist mir gut, genug mit dem Tank equipped rumgelaufen. Jetzt kann er mal auf die Idee umspringen. Nein, kann ich natürlich gerne machen, ist ja kein Ding, ne? Aber ich kenne mich mit dem Krieger-DD-Ler nicht aus. Traurig, aber wahr. So, hier nochmal General Nazgrim, hallöchen. Ja, das mag sein. So, Meisterstab, nehmen wir den hier. Mögen unsere Feinde vor euch fliehen. So, wie schaut denn der aus, der Helm? Wir gucken gleich mal eben kurz. Moment. Einmal hier und einmal so. Ah ja, guck mal, so sieht er aus. Ja, es ist, sieht nett aus, ja, aber passt noch aktuell nicht zu den Schulterstücken. Nee, die Schulterstücken, die Schulterstücke, das sieht echt scheiße aus. Okay, hier nochmal ein paar Quests jetzt annehmen. Miese kleine Diebe. Findet die fehlende Vorratskiste bei der Kaskade der Ruhe. Alles klar. Naja. Foren... Was? Foren... Oh Gott. Forensische Wissenschaft. Sammelt 8 Einheiten C-flüssiger Chlorophyll. Mögen eure Schritte lautlos sein. Was hast du hier noch? Unterrichtet mich in Kirschnern. Ich möchte Gasthaus. Gasthaus. Auch nicht schlecht. Pass auf, dann können wir das hier mal kurz verhökern. Verhökern. Platte Rüstung. Das habe ich hier ausgetauscht. Naja, ja. So, Sentekiler. Hier Streifenmelonen und Jadekürbis, das kann man später für den Bauernhof benutzen, den man in Tal der vier Winde bekommt. Aber das Ganze überspringen wir. Deswegen hier auch munter verkaufen. So, hier Platte, das waren die... Ach ja, genau. Tja, komm, ich gehe auf die Idee und gut ist. Ey, so ein Scheiß, Mann. So, verkaufen, danke. Okay, dann wollen wir mal. Müssen hier runter, ne? Kann ich noch nicht. Erz, da oben. Oh, das war... Brauchen wir gar nicht. Warte mal, den hätten... Nee, brauchen wir auch noch nicht. Dann sind das nur hier... Nee. Hier. Die brauchen wir. Torkelnde Blüte. Torkelnde Blüte. So ist richtig. Also ich muss sagen, auch Pandaria ist vom Gebiet her. Es ist... absolut schön gemacht, so Detail und so weiter, richtig schön, muss ich sagen. Also mir gefällt's. Wassergeist. Wasserwaldgeist. Wo sind sie denn? Ach, da vorne. Komm hier. So.
Okay, 2 von 8. Ja, und jetzt müsst ihr euch nochmal vorstellen, ne? Ganz zu Anfang, wenn hier wirklich, was weiß ich, wie viele Leute rumlaufen. Vor allem, das war so heftig. Keine Ahnung, ich habe das Spiel so... Lass mich lügen, am ersten Tag, sagen wir mal so 2-3 Stunden gespielt. Ich war gerade hier in dem Bereich und auf einmal ploppt unten links im Chatfenster auf, so von wegen irgendein Charaktername hat Stufe 90 erreicht. Ich habe das Spiel gerade mal so, bis hierhin gespielt. Ja, und dann kam schon die Meldung, Charakter hat Stufe 90 erreicht. Ich so, what the fuck? Ne? Und dann habe ich, vorletztes Jahr eine Spielerin kennengelernt. Die war nicht eben diese Person, aber sie gehörte mit dazu. Ja, sie war auch so eine der ersten, die ein Level 90er hatte. Da habe ich gesagt, wie habt ihr das gemacht? Und so sagt sie, wir sind einfach nur durchgelaufen. Wir haben versucht, so viel EPs wie möglich mitzunehmen. Und das hat ja dann wohl auch ganz gut geklappt. Ja, hat es auch. Ey, dachte ich nur, Alter, also pass auf, entweder haben die gecheatet. Also entweder waren es die GMs, was ich zwar nicht glaube, aber okay. Oder die haben sich dahin zurecht gecheatet oder die sind einfach nur süchtig. Ich habe keine Ahnung. Ey, wie kann man in so wenigen Stunden nur 90 werden? Also, boah, scheiß die Wand an. Also dafür hat es sich echt gelohnt, um das zu sehen, hat es sich echt gelohnt, Schlange zu stehen. So, hier haben wir jetzt so eine Hosensprache, ein Pergament, eine Schriftrolle. Dafür gibt es nämlich immer einen Erfolg und in Pandaria. Hier gibt es dann nämlich in dem Gebiet, glaube ich, hier im Jadewald 4 verschiedene von diesen Rollen. Und wenn man die findet, kriegt man halt den Erfolg und ja, das war's. So, kurz hier gucken halt. Genau, den habe ich nämlich vorhin nicht mitgenommen. Ah, und dann muss ich wieder runterstiefeln. Da haben wir nämlich den nächsten. Torkelnde Blüte. Da ist jetzt auch einer. Interessant, dass die jetzt alle zurückkommen. Also sprich, wir waren wohl nicht alleine hier. So, 8 von 8. Schwimmen wir mal kurz hier runter. Da hinten ist noch ein Erz. Das würde ich gerne mal mitnehmen. Aufs Seepferdchen können wir jetzt nicht steigen, weil das Seepferdchen gilt nämlich nur für Waschir. Und für sonst eben halt für nirgendwo. Finde ich jetzt auch nicht unbedingt schade, aber gut. Lassen wir es. So. Einmal den. Das Erz hier mitnehmen. Das Erz vorkommen. Schwimmen wir jetzt mal dahin. Ja. Beweglichkeit. Ja, okay. Alles klar. So, ich glaube, hier wird es jetzt auch nochmal lustig. Hup. Sammelt 5 Notvorräte von den Wassergeistern. Oh, hey. Jetzt darf ich da wieder rüberschwimmen. Super Idee. Machen wir in der nächsten Folge. Es ist doch echt so, nicht zu glauben. Ja, wir machen es in der nächsten Folge, weil die 20 Minuten sind nämlich schon wieder so gut wie rum. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Haut auch rein des Weiteren und so. Ne? Und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder vorbeischaut. Bis dahin sage ich Tschüss, ciao, auf Wiedersehen, gehabt euch wohl und haltet euch.